Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Weiß 2. Ja, im letzten Part sind wir hier in Abidire City angekommen, haben natürlich auch schon die Route 22 abgeklappert und haben schon hier oder da ein neues Pokémon gefangen, beziehungsweise haben ja zwei neue Pokémon gefangen. Einmal Corazon hier in Abidire City und natürlich auf der Route 22 das Pilipe. Heute geht's weiter mit der Route 21. Und was soll ich dazu sagen? Die Route 21, meinte ich, beinhaltet Pokémon, die ich ungern antreffen würde. Und ja, ich würde sagen, wir probieren's. Und zwar kann man hier Quabbel antreffen, was ich natürlich schon habe, beziehungsweise Apokalypse, was ich schon habe. Dann kann man ein Mantyps antreffen zu 30%. Das werde ich wahrscheinlich antreffen, wo ich relativ bisschen Respekt habe, wo ich sage, nein, ungern. Dann kann man ein Remoraid antreffen, wo ich eher dazu verneigt wäre, denn Octillery wäre mega gut, gerade für mein Team, auch wenn es Wasser-Pokémon ist. Mir aus, mach du mal Taucher, ich mach mal kurz die Wildkraft. Taucher sollte theoretisch nicht so viel abziehen, genau. Ja. Remoraid wäre mit einem Pokémon, was ich ganz gerne trainieren würde. Problem ist nur, es kommt 5%. Ich könnte natürlich auch im Dunkeln Stellen surfen, also über dunkle Stellen surfen, da könnte ich Apokalypse bekommen, was ich schon habe, Mamulita und natürlich Mantax. Mantax wäre mir lieber in dem Moment als Mantyps. Ja, mehr Pokémon kann ich hier leider nicht bekommen. Also, wie schon gesagt, Mantax wäre mir lieber oder ein Remoraid, aber ein Remoraid ist schwierig. Selbst per Angeln. Das ist schwierig. Ah, Remoraid wäre so geil, wäre das jetzt ein wildes Pokémon gewesen. Instant einfangen mit einem Flottball, aber schade, dass es ein Trainer Remoraid ist. Naja. Ja, schick noch mehr Remoraids. Mach mich noch mehr trauriger. Ich würde nie und nimmer ein Octillery bekommen dürfen. Schade dafür. Aber egal. So. Noch mehr Trainer. Juhu. Ich würde auch dann heute zu der Strandgrotte hineingehen. Denn die Strandgrotte, da kann ich Fleckneu bekommen. Denn die Mantur brauche ich ja nicht, denn ich habe die Weiterentwicklung davon. Ein Jubob könnte ich bekommen. Entoron habe ich ja schon. Ah, es ist schwierig. Oh, Abdullerie jetzt. Ja, Hotpot könnte ich bekommen zu 5%. Ein Snapplerleck, beziehungsweise Snappladin, könnte ich bekommen. Das wäre mega geil, wenn ich Snappladin bekommen würde. 5%. Alter Schwede. Was ich gerade hier mache, ist sehr gefährlich, weil Octillery Ampelleuchte haben könnte. Und Ampelleuchte ist eine Käferattacke und Käferattacken sind sehr effektiv auf Starmie. War also risikoreich, würde ich sagen. Heute. Ganz gerne mal mein Kami hochheilen. Einmal, danke. So. Ich könnte natürlich auch surfen und da könnte ich 100% Europe, Yugong oder eben Apokalypse bekommen. Nö. 100%, also 30% Europe oder dann eben Bubble, beziehungsweise in dunklen Stellen 60% Europe, Yugong oder eben Apokalypse. Schwierig.
schwierig, schwierig, gerade bei der Randrotter oder wie man die Höhle auch nennt. Strandrotte, genau. Schwierig. Ein Kastellitz, ein ganz gerne Silber, weil da das sehr effektiv ist. Auch wenn das Ding jetzt mich töten könnte. Okay, es macht nur Ausbruch. Sinkt natürlich seine Init, also nee, sinkt nicht, sinkt sein Angriff? Nee. Hä? Also die Init steigt auf jeden Fall stark, aber wir sind zum Glück schneller. Glück. Ich bin mal sehr gespannt, was ich für Pokémon bekomme. Jetzt auf der Route und dann natürlich auch der nächsten Route, beziehungsweise in der nächsten Höhle. So, Riesenperle ist in Ordnung. Ich habe hier natürlich kein Itemradar eingeschalten. Strottel, denn hier könnte ich doch potenziell doch gute Sachen bekommen. So. Ich mach mal aus. Und guck mal, ob ich so ein wildes Pokémon bekomme. Ich hoffe, dass ich ein gutes Pokémon bekomme. Das Problem ist eben in der Höhle, wie gesagt, Entoron, Europe, Selimantor, Blacknoi und Sapla Dean. Kann ich in den ersten Etage kommen, in der untersten Etage Potrot, Selimantor, Blacknoi, Sapla Leck. Und ja. Schwierig. Wingal. Da mache ich doch ganz gerne die Wild. Weg mit dem. Oder ich surfe eben und würde Jura bekommen. Also wenn ich Flecknoi bekommen sollte, wäre ein Horror. Würde ich natürlich einfangen, dass ich dann die Weiterentwicklung nicht mehr einfangen muss, falls ich es begegnen sollte. Und ich glaube, ich hatte schon Flecknoi begegnet. Oder hatte ich nicht schon sogar Fletchiamu? Jetzt muss ich selbst nochmal nachschauen. Ich würde ganz gerne auf Einhalt gehen. Blacknoi hab ich und Fletchiamu. Also, sprich, ich kann zu 10% Europe begegnen oder ein Sapladin. Zum Glück habe ich da gerade nachgeschaut. Oh mein Gott, ich könnte in der Strandgrotte tatsächlich potenzielles, gutes Pokémon bekommen. Ein Elektro-Pokémon, was ich dann auf jeden Fall mit euch hochtrainieren würde. Also, nein. Beziehungsweise nicht mit euch, sondern offscreen hochtrainieren würde nach dem Part hier. Und dann natürlich mit euch entwickeln würde. So, okay, das Pokémon habe ich ja schon. Wappel, auch wenn es männlich ist und unser weiblich ist oder auch männlich ist, keine Ahnung. Rausche ist natürlich. Okay, ich würde ganz gerne hier erstmal gucken, ob ich doch ein Pokémon bekomme, was ich eventuell brauchen könnte. Wie gesagt, Remoraid wäre jetzt mega cool. Aber ich bekomme natürlich ein Mantyps, was ich eben nicht entwickeln kann, weil mir ein Remoraid fehlt. Hätte ich damals doch Mantyps in der Bucht von Unbula angefangen, anstatt ein Wylord, hätte ich jetzt auf jeden Fall hier eine Chance, einen Remoraid zu fangen. Aber okay, was soll's. Cool. Wir können trotzdem nochmal nachschauen, die Entwicklungsreihe ist, aber ja. Moment. Levelaufstieg mit Remoraid im Team. Ja.
das ist eben das Problem. Ich kann also nicht... ist wirklich... Warte mal, es ist gerade ausgebrochen. Überall. Ich kann also es auf jeden Fall nicht entwickeln. Was ich schade finde. Ich will es aber auch gerade nicht schwächen, weil ich keinen Druckschlag habe. Deswegen muss es irgendwie im Team bleiben. Jetzt. Ich würde aber auch Europe ganz gerne kommen wollen. Ist ein Wassereis-Pokémon. Oder kann relativ gute. Ist es ein Wassereis-Pokémon? Yugon? Beziehungsweise später Yugon? Ja. Es ist ein Wassereis-Pokémon. Kann potenziell nicht schlecht sein. Kann aber auch schlecht sein. Bin ich mir unsicher. Bei Yugon. Je nachdem, was es für ein Wesen hat und so. Welche Stats es hat. Also. Es ist immer so kompliziert. Mantyps würde ich so oder so nie trainieren wollen. Ich fange es einfach, dass ich es eben habe. Dass ich es nicht nochmal fangen muss. Vielleicht Mantax eventuell fangen kann. Potenziell bin ich mir noch unsicher. Ja, auf jeden Fall habe ich schon mal einen Mantyps. Was mir überhaupt nichts bringt. Warum das auch ein Wasserflug-Pokémon ist. Warum ist das Ding ein Wasserflug? Wieso? Ich wollte schon gerade sagen. Warum ist dort ein Trainer? Aber egal. Wir machen noch die zwei Trainer, dann gehen wir zur Strandgrotte. Und guck mal, was wir da so schönes bekommen können. So, ein Wassergeist-Pokémon. Ich würde ganz gerne Wellenkraft einsetzen. Macht ja überhaupt gar nichts. Mach du ruhig Regentanz, verstärkt noch mehr die Wasserattacken, falls jetzt noch ein Feuer-Pokémon ist, ist One-Shot. Falls jetzt ein anderes Pokémon kommen sollte, bin ich mir unsicher, aber es kommt nochmal ein Krabbel. Also, ohne Mist, hätte sie hier neben meinem Pokémon Trainer Europe geben können oder einen Mushart geben können, Libiscus, ja, so soll ein Pokémon kommen. Ja, natürlich kriegt der einen Boost. Und ich mit meinem Aqualyp hab nie einen Boost bekommen. Ist klar. Er bekommt direkt einen Boost. So, noch ein Quabbel. Ich würde ganz gerne tauschen. Nicht, dass mein Same jetzt durch eine Geisterattacke drauf geht. Deswegen werde ich mal zum Nachtara wechseln und eine schöne Unlicht-Biss-Attacke machen. Da kann von mir aus eine Wasserattacke kommen, Unheilbühe kommen. Wir halten das theoretisch aus. Gerade Unheilbühe halten wir aus. Easy. Mit den Überresten heilen wir uns wieder voll. Machen Biss. Ding müsste weg sein. Müsste. Das ist auch. Sehr schön. Ich bin mir relativ noch unsicher, welche Pokémon ich wirklich in der Pokémon-Liga mit hineinnehmen werde, kann ich jetzt schon mal sagen. Auch wenn es noch bis dahin ein langer Weg ist, wo noch viele Trainer kommen, noch viele Pokémon noch einfangen kann, bin ich mir noch jetzt schon relativ unsicher. So, ein Marmolita auf Level 50. Ich würde mal ganz gerne tauschen wollen. Und zwar
war auch schwierig. Wird sehr effektiv getroffen, wird sehr effektiv getroffen. Ich will jetzt nachher. Egal wie lang ich dafür brauche jetzt bei dem Kampf, aber nachher sollte theoretisch es hinkriegen. Mit einmal, zweimal Kreideschrei und das Ding ist dann so oder so weg. Auch wenn es eine sehr gute Verteidigung hat. Auch wenn das Ding Weckruf aufhaben kann, es hat ja keinen Step und sein Angriff ist ja relativ so. Au. Blake wäre sehr interessant, wenn ich nur noch der Hälfte an KPs hätte, aber da kommt Neon nochmal dahin. Spätzangriff von Mamolida ist ja auch grauenhaft. Wie E und J. Wunschtraum, okay. Mach das mal bis so oder so jetzt weg. So. Ich find's schade, dass Libiscus keine Weiterentwicklung bekommen hat. Mamolida wäre so genial gewesen, wenn Libiscus sich zu Mamolida entwickelt hätte. Den nächsten Generationen her gesehen. Hier hätte man es vermuten können und in der sechsten Generation hätte man das so einbringen können, dass Libiscus sich zu Mamolida entwickelt. Mit einem bestimmten Item oder so. Ja. Das wäre cool gewesen. So, da runter komme ich. Ich muss erstmal schauen, wie das wie die Höhle bisschen aufgebaut ist. Sanimantlo hat mir schon gesagt, brauche ich ja nicht. Ich habe ja die weiterentwickelt. Würde mir auch nichts bringen, Sanimantlo. Wir könnten hier gucken ein bisschen. Und ja, wir können auch direkt den ersten Trainer hier besiegen. Sehr viele Kampftrainer, würde ich behaupten, ne? Wo ich keine Probleme haben sollte mit Stami. Außer bei Scaraborn. Wenn das Ding jetzt ein Peelende hat und ein Psychogenese überleben sollte, ist mein Stami hinweg. Aber ich hoffe, dass es überleben sollte. Was habe ich gerade eben gesagt? Warum sage ich, dass es überleben sollte? Das Scaraborn? Scaraborn wäre theoretisch weg gewesen. Wir haben gerade ein Erst-Gen-Pokémon weggeschmissen, was potenziell richtig gut sein könnte. Ich könnte mir einer in die Fresse hauen. Ohne Mist. Ich schmeiße gerade ein Starmie weg, was sehr gut ist. Ich hätte einfach auf Drift Zeppelin gehen sollen und die Dinger wegmachen können. Jetzt hau ich ein gutes, verdammt gutes Wasser-Pokémon weg. Also wenn ich hier jetzt kein Zapladin bekomme und nur ein beschissenes Jurob bekommen sollte, dann weiß ich auch nicht. Alter, dann weiß ich auch nicht weiter. Item nehmen. Ah, oh, Stami. Mann. Warum bist du so Kacke. So. Zeppelin. Gut. Wie gesagt, habe ich ein Pokémon verloren, was ich potenziell gut gebraucht hätte. Ein Enturon. Leid, habe ich schon. Egal, ob das Ding Wolke 7 hat oder auch nicht. Weg mit dir. Dass ich einfach. Also, ich hätte es hier verstanden bei Irokex. Aber bei Scaraborn. Ohne Mist. Das ist mir zu hoch, warum ich mein Starby weghau. Oh Mann. Bin ich so blöd. Bin ich so blöd.
hau einfach mein Xami weg. Ich weiß, dass es noch viel Ender Pokémon ist, also dass Gabon auf jeden Fall viel Ender drauf hat. Aber das direkt einsetzt. Na, oh, Mann. Bin ich so blöd? Bin ich nur so bescheuert oder bin ich nur so bescheuert? Mann. Erst hauen mir einen Knackleon weg. Was zu Libeldra werden kann. Dann hau ich sämtliche gute Pokémon einfach hinweg. Jetzt noch Starmie. Alter Schwede. Wenn es so weitergeht, habe ich nur noch 5 Gen-Pokémon, die ich einsetzen kann. Mann. Zum Glück habe ich ein Belieber eingefangen, was potenziell gut sein könnte. Ich hoffe, wie schon gesagt, dass ich noch einen Sappler hinbekommen. Ich brauche zum Glück nicht einzufangen. Gott sei Dank. Weg mit dir. Ja. Kann ich theoretisch auch surfen, um einen Europe zu bekommen. Ich könnte natürlich auch einen Europe brauchen jetzt, dadurch, dass Stami verreckt ist. Gerade gegen andere Drachen-Pokémon wäre Europe gar nicht mal so schlecht, weil es vom Typ Eis ist noch nebenbei. Iokex. Gerade den Trainer wollte ich nicht encountern. Flamivian, du bist dran. Ich glaube, ich hab doch hohe Gewalt, oder? Hab ich Kraftkoloss oder Hammerarm? Ach, Kraftkoloss. Ich hoffe, dass es One-Shot ist. Bitte sei One-Shot. Okay. Ich darf kein weiteres Pokémon mehr verlieren. Egal, was jetzt noch für Pokémon kommt. Ich würde ganz gerne auch mal meine Pokémon heilen. Hab ich. Ja, hier habe ich noch Kumbumitsch. Einmal mein Zabli und mein Flampebian. Solange es Gurgler nicht drauf geht, bin ich heilfroh. Sobald aber es Gurgler drauf gehen sollte, würde ich sofort hier das Ganze abbrechen. Nein, Spaß. Keine Ahnung, warum ich Sami einfach jetzt weghau? Warum hau ich potenziell so einen geilen Encounter weg? Alle gegen den Trainer. Gegen die Trainerinnen. Ne, Trainer. Das ist ein Trainer. Hat natürlich Onix und Stolrak. Auch man. Die ich potenziell mit Army jetzt besiegen hätte können. Aber nein. Ich würde dann okay Magnetkrone einsetzen und einmal schön Lichtkanone auf Onix einsetzen. Oh! Das Ding hat keine Robustheit. Okay. Stolrak. Evian, bitte. Magnetzone muss ich ja zum Glück nicht mehr hochbrennen.
So, hier. Ach, Schutzschild. Echten Kraft. Komm, wir machen Hammer an. Wenn das Ding aber eure Brustzeit hat. Okay. Hat es auch nicht. Eine Persimbeere. Danke. Das Item hole ich auch gleich noch. Keine Sorge, keine Sorge. Ja, 10 und 5% hier in der Höhle sind ganz schön Kraftakt, muss ich ehrlich dazu sein. Ja, komm. Mach mal den Weg frei, bitte. Würde dann dich kämpfen gegen deine drei Kieslinge. Warum auch immer du hier ja, hast. Warum hat das Ding. Warum hat der Trainer hier vier Kieslinge? Kann es mir jemand verraten? Starmie. Jetzt dich dabei zu haben, wäre so cool gewesen. Aber egal. Egal. Magnetroner, du bist dran. Tarnsteine. Leg ruhig Tarnsteine raus. Das interessiert mich nicht. Was ich gerade sehe, ich könnte mit einem 37 leveliges Pokémon hier reingehen, Schutz einsetzen, dann kommen nur Selimantus und Zapladins. Potenziell wäre es gar nicht mal so schlecht. Warum würde ich einen Pokéball einsetzen? Also, ich könnte tatsächlich den Trick machen, dass ich Zapladin einsetzen, also fangen könnte, wenn jetzt die nächsten paar Pokémon jetzt beim Rausgehen kein Zapladin kommen sollte. Ich werde jetzt einfach mal 3-4 Pokémon encountern, wenn kein Europe oder kein Zapladin kommt, dann würde ich... Nee, Explosion machen, ruhig Explosion. Wenn jetzt tatsächlich kein Zapladin oder Europe kommen sollte, werde ich den Trick einsetzen, dass ich ein Zapladin komme. Es sollte auch theoretisch in Level 36er gehen. Kommt natürlich ein Flecknoil und Endron natürlich auch dazu noch, aber es kommen keine Europes. Aber ich würde trotzdem ein Level 37er Pokémon nehmen. Da ich Level 35er Pokémon eingefangen habe, auf der letzten Route, Mantyrps, könnte ich das Projekt sogar einsetzen. Oder so machen. Aber erstmal schauen. Abwarten, welches Pokémon noch kommt. Ob doch mal Europe kommen sollte. Oder auch nicht. Ich würde natürlich nach oben gehen, nicht nach unten Richtung Ondula, sondern nach oben. Obwohl, es spielt eigentlich keine Rolle, wo ich hingehe. Türen mir, wie schon sagt, das eine Item dort noch ab. Was ich das eine Item noch nicht abgeholt hatte. Dann würde ich. Die gehen mir sowas von auf Nerv. Mit der scheiß Robustheit. Wie kriegst du die jetzt weg? Ja, ich würde gerne Zapladin bekommen können. Ohne Mist. So, hau jetzt ab hier. Verschwinde. Danke. Ja. Ich hole das Item dort. Und es kommt ein. Okay.
natürlich auf Nerv. Neu. Weg mit dir, ich möchte dich nicht. Ich begegne wirklich permanent nur noch selben Pokémon. Enturan. Blackmore. Sendemanto. Sind eben die Pokémon, die mit am meisten auftauchen. Enturan 35%, Fleckneu zu 35%, Sentimantur zu 15%. Und ja. Und wir bekommen tatsächlich ein Sapladin. Ohne Schutz einzusetzen und ein Level 37er Pokémon mitzunehmen, kriegen wir tatsächlich ein Sapladin. Alter, wie geil ist denn das? Pokémon tauschen. Magnetzone. Resistiert natürlich einiges. Oh mein Gott. Gut, dann würde ich den Part dann auch beenden. Obwohl wir ein Pokémon verloren haben, haben wir doch tatsächlich ein gutes Pokémon bekommen. Er paralysiert mich natürlich, ist natürlich klar. Ist mir egal, denn du gehörst mir. Egal was kommt, ich werde Sapladin sowas von in mein Team mit hineinnehmen. Von Not. Alle Stricke reisen, werde ich das Pokémon mitnehmen. Weil das Pokémon ist eins der stärksten Pokémon aus der 5. Generation. Ich weiß nicht warum, aber trotzdem. Auch wenn es ein 5-Gen Pokémon ist, würde ich das Ding trotzdem mit in mein Team nehmen. Nur aus Protest, weil ich einen Starmie verloren habe gerade. Ja. Das Ding ist einfach immun gegen alles gefühlt. So, hier Indigo-Stück, kein Gelbstück. Warum eigentlich kein Gelbstück? Hochball. Braucht jetzt auch keiner. Gut, wir gucken aber erstmal bei Sapladin, welches Wesen es hat. Es sollte theoretisch keine Rolle spielen, welches Wesen es hat. Solange es entweder plus Angriff oder plus Spätz-Attack hat. Also es spielt wirklich keine Rolle. Normalerweise. Weil Sapladin ist ein Pokémon, was physisch beziehungsweise auch speziell spielbar ist. Eher mehr physisch, mit Erdbeben, mit Drachenklaue potenziell, mit allgemein sehr vielen Attacken kann das Ding umgehen. Wir legen natürlich, wie gesagt, Stami noch ab, gucken bei Sapladin und Mantyrps Wesen an. Ich hoffe, dass ich ein gutes Wesen habe. Entweder ein neutrales Wesen bei Sapladin oder ein hartes Wesen. Also, sprich, wo ich plus Attack bekomme. Ah, was für Psycho-Pokémon. Ist ein geiler Typ. Aber okay. Ja, also, wie gesagt, dass ich so viele Pokémon bis jetzt verloren habe, ist okay. Dass ich gerade einen Starmie verloren habe, schade. Peters bis jetzt verloren, auch schade. Zengo, ein paar drinne und das Ding ist weg gewesen. Schade. Flampirex, zum Glück hatten wir ein gerade Pokémon dabei, was sich komplett entwickelt hat. Aber auch relativ dumm gestorben. Zwaronis ist dumm gestorben, glaube ich, irgendwie. Knackleon ist auch dumm gestorben in der vierten Arena, glaube ich. Radfratz war ein dummer Zufall gewesen und Philido, okay. Egal, wir gucken rein. Bericht. Fresh. Ist plus Angriff minus Spätzverteidigung. Okay. Bringt mir überhaupt gar nichts, weil es eher Spätzangriff
ist man Typs. Warum auch immer. Egal. Lush. Es hat Lush. Das heißt Lush, plus Verteidigung minus Spätzverteidigung. Init. Richtiger Init schon? Oh mein Gott. Irisch. Also, wie schon gesagt, Zapdarang ist mega gut, kann ich jetzt schon sagen. Regeneration. Ich würde ganz gerne nochmal schauen, was das für Attacken kann. Wie schon gesagt, kann Knirscher nochmal erlernen. Mit der Vorentwicklung, also mit der Nachentwicklung von Zapladin, kann es Knirscher erlernen. Uplight Heap kann es erlernen, was mega gut ist. Mit Überreste oder Sägesang oder so mega gut. Kann Feuerschlag, Donnerschlag, was auch immer, Eisenschweif, Nassschweif zur Not erlernen. Kann natürlich auch noch sämtliche andere Attacken erlernen. Und zwar kann es noch. Was hätten wir denn hier? Erdbeben, glaube ich. Oder auch nicht. Warum kann es kein Erdbeben erlernen? Warum sich ein Erdbeben? Okay, es kann auf jeden Fall Steinhagel, wie ich sehe. Es kann Flammenwurf, Tornot, Donnerblitz. Also man kann es physisch sowohl auch speziell spielen. Drachenklauen. Warum kann das Ding kein Erdbeben? Ich kann Drachenmoves, aber keine Bodenattacken. Erdbeben? Warum kann das Ding kein Erdbeben? Bekannt ist nur die Vorentwicklung. Als Dampfwalze kann's. Ab der 9. Generation. Man kann das Dampfwalze ab der 9. Generation, aber kein Erdbeben. Bruststampfer ab der 9. Generation. Ich lost gerade, aber. An das Ding kein Erdbeben. Egal. Wisst ihr was? Mit den schönen Pokémon Zapladin werde ich mich verabschieden. Ich würde es in mein Team aufnehmen. Auch wenn es ein Elektro-Pokémon ist. Ja, ich weiß. Wir haben zwei Boden-Immun-Schwächen. Moment, ich könnte ja mal direkt mal schauen. Das Pokémon bringt mir nichts. Das Pokémon bringt mir auch überhaupt nichts. Das Pokémon würde ich ungern opfern wollen. Damit habe ich erstmal drei Pokémon für die Arena. Dann hätte ich einmal Matripool. Genau, Matripool. Das würde ich ganz gerne hochtrainieren. Oh, ich sehe gerade, wir haben ja noch Kronium hier. Stimmt. Entweder Hutsasa oder Viridium, aber ich glaube, Viridium, ein legendäres Pokémon mit in die Arena zu nehmen, wäre doch total Müll. Ich würde Hutsasa nehmen und ja. Ich würde natürlich meine Pokémon anpassen auf Level 3. Warte mal, Moment. Wie stark ist jetzt unser Magneton? 54. Ich würde alle Pokémon auf Level 54 hoch trainieren, eventuell die Tage über oder jetzt in dem Moment und dann nochmal ein Part draus machen vielleicht. Oder ich werde, ich bin mir noch relativ unsicher, werde ich hier noch ein Part machen, wo ich meine Pokémon hoch trainiere. Gerade die drei Pokémon, die ich gerade mit hineingenommen habe, Matripool, Kronjuwel und Hutsasa, bin ich mir noch relativ unsicher. Ehrlich gesagt, bin ich mir noch unsicher. Ich könnte natürlich aus der Riesengrotte noch ein Pokémon oder vielleicht zwei Pokémon noch mitnehmen. Ah, ich bin mir noch unsicher. Schwierig. Schwierig, 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 kann ich jetzt auch schon sagen. Mach ich das nicht?
Ich überlege gerade, wie mache ich das am besten? Mache ich jetzt noch einen Part, wo ich doch nochmal zur Undula-Bucht gehe, dort die ganzen Trainer besiegt, denn da muss ich ja auch noch trainieren, beziehungsweise die Gegner besiegen, oder werde ich das offscreen machen und dort die Trainer einfach weghauen? Das sind nur ein paar Trainer, die ich noch besiegen müsste. Die haben wahrscheinlich nur sinnlose Pokémon dabei. Nichts Spezielles. Ich kann ja noch nicht einmal Taucher einsetzen. Und obwohl doch, Taucher könnte ich einsetzen mit Weimut. Oder? Endmal. Nein, My Lord hat kein Tor. Nicht nochmal. Ja. Ja, ich bin mir relativ noch unsicher. Ich habe ja noch Gladiandri. Ah, ich bin mir relativ unsicher. Ich könnte natürlich auch Mega mitnehmen. Mit Energieball. Mit Genesung. Psychische Genese. Könnte natürlich noch eine andere Attacke anstatt Psycho-Schock mit hineinnehmen. Wie ich Cytomega Cytomega noch mit hineinnehmen für die Arena mit Energieball. Eventuell kann das Donnerblitz oder Ladestrahl. Ich könnte natürlich auch Voltula mitnehmen. Mit Elektroball, Elektronetz. Oh, das wär's. Dafür hatte ich ja das Pokémon ja aufgehoben eigentlich. Oh, ich könnte so viele Pokémon mitnehmen. Also, das Schöne ist ja, bei dem Team hier, beziehungsweise von den ganzen Pokémon in der ersten Box hier, kann ich mir wirklich ein geiles Team zusammenbasteln. Das Problem ist eben nur, ich habe zu wenig Pokémon aus den ersten vier Generationen. Ich habe so viele Pokémon aus der fünften Generation hier dabei. Ich muss mal schauen, vielleicht nach der achten Arena, da es eine Wasserarena ist, werde ich mal ein Team zusammenstellen, wo ich ja, ein gutes Team zusammenbekommen werde. Hoffentlich. Wir bekommen ja auch demnächst Schafzahn? Schafklaue? Nein. Was war das für ein Item für Skogler? Ich bin mir unsicher. Das Item kriege ich ja auch demnächst. Ich bekomme ja noch ein Pokémon aus dem Schrein. Schrein der Ernte bekomme ich ein Pokémon auf jeden Fall noch. Ja. Wir bekommen noch so einige Pokémon. Wo ich sagen muss, eventuell potenziell gut. Ich werde offscreen in die Lichtungen hineingehen. Falls ich dann Pokémon begegnen sollte, was ich noch nicht haben sollte, wie zum Beispiel Pionstragi, seine Vorentwicklung. Würde ich dort mit euch wieder einschalten, also mit euch einschalten. Ich werde da jetzt wirklich nichts Großartiges machen. Ich werde nur meine Pokémon hochtrainieren und falls ich das Pokémon begegnen sollte oder ein anderes cooles Pokémon begegnen sollte, würde ich wieder einschalten. Not irgendwie, irgendwann. Und das Pokémon mit euch einfangen. Aber mal schauen. Wir werden uns auf jeden Fall im nächsten Part wiedersehen oder wieder hören. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.